So, und es geht direkt weiter. Ich, alter Fuchs, hab's einfach jetzt in der Folge, die wir eben aufgenommen haben, geschwind nachgelesen. Und zwar, falls dein Schlüssel mal wieder verschwunden ist, habe ich hinter einer Bank im Eingangsbereich der Umkleiden einen Ersatzschlüssel versteckt. Also hinter einer Bank im Eingangsbereich der Umkleiden. Das sind keine Umkleiden. Was ist das hier? Sind das hier Umkleiden? Ne. Hinter Das Wort einer. des Hohen Beichtvaters ist das Wort Atoms. Vergiss das nicht. Aber er meint schon hier drin irgendwie Umkleiden, oder? Hinter einer Bank Umkleiden. Was für Umkleiden? Gibt's hier irgendwo, gibt's hier, wo sind denn hier Bänke überhaupt? Ist das hier die Umkleide? Das ist bestimmt die Umkleide, oder? Damit habe ich all die Jahre nicht gerechnet. Wenn du den Nebel schweben siehst, lauf weg. Der Angler hat dich bestimmt schon gesehen. Du bist jetzt mal ruhig. Was für... Ha! So, müssen wir jetzt doch raus? Sind ja nicht die Umkleiden drin integriert in diesem Ding? Bürger von Fahaba Atom zurück? Wollen Sie die... Mann, das interessiert mich jetzt. Ich will unbedingt da reingucken. Ich will wissen, was da los ist. Ich will sofort wissen, wo diese Umkleiden sind. Umkleiden. In deiner Bank, Umkleiden. Hier sind doch keine Umkleiden hier draußen. Oder doch? Im Eingangsbereich. Meint der im Eingangsbereich von der ganzen Chose hier? Oh ja, ich glaube, der meint hier. Guck mal. Ah, da ist sogar das. Ach. Lass uns schnell machen. Lass dich schnell machen. Kate, du alte kleine Schlampe. Wir haben jetzt keine Zeit dafür. Wir müssen jetzt ein bisschen arbeiten. Die Kate, lass uns schnell machen. Später, Kate, okay? Ich muss erstmal hier alles reparieren und den Leuten ins Gesicht spucken und so. Wow. Oh. Okay. So. Dann können wir jetzt nämlich die Kiste aufmachen. Hoffentlich was total Krasses finden. Und dann dem Tektis sagen, wie der Hase läuft. Die können sich dann selbst gegenseitig zerstören. Das ist mir völlig wurscht. Guckt, merkt er was? All die Jahre hätte das doch gepasst. Mit dem Questanzeiger. Und ich kack hier rum. Achtung, ja, bla, bla, bla. Du bist der erste Vaultbewohner, der sich... Ja. Orberts Notiz. Och nee, oder? Orberts Notice. So. Ach, ich bin so blind, ey. Edgar, der Großverratiger sagt, dass es ein Unfall war. Du bist alleine losgegangen und er konnte nicht rechtzeitig bei dir sein. Konnte dich nicht zurückholen. Er lügt. Ich weiß, dass du nie so etwas Leichtsinniges tun würdest. Niemand wird es zugeben, aber es war Tektus. Er hat dich ermordet, weil er Angst vor Martin hat. Denn Tektus weiß, dass Martin als einziger würdig war, diese Familie zu führen. Bei Atom, ich brauche dich, Edgar. Du musst mir sagen, was ich jetzt tun soll. Was mir in den Sinn kommt, ist keine gute Idee, ich weiß. Bis wir uns wiedersehen, Orbert. Shittle, my whistle, pizzle. Ich werde jetzt auf jeden Fall Sister Aubrey zur Rede stellen, nachdem ich uns hier ein bisschen Red X reingedrückt habe. Hi, Aubrey. Hast mich mit deinen Fragen auflaufen lassen. Was? Hallo. Mr. Aubert, ich habe die Notiz von dir gefunden. Über den hohen Beichtvater. Sowas kann dich in große Schwierigkeiten bringen. Meine Notiz. Hör zu, ich war verrückt. Der hohe Beichtvater ist ein guter Mann. Ich würde nie... Bitte gib sie mir, dann vernichte ich sie. Wir könnten so tun, als wäre das nie passiert. Bitte. Weißt du was? Ich wäre zum Helfen bereit, wenn dabei Kronkorken rausspringen. Klar, hier ist alles, was ich habe. Du behältst es für dich, ja? Und gibst mir meine Notiz. War ein bisschen wenig Geld. Nein, du musst verschwinden. Also was ich auch tue, du bist hier nicht sicher. Du musst verschwinden. Sofort. Scheiße, du hast recht. Scheiße, gib mir einfach etwas Zeit, bevor du was sagst, okay? Bitte. Jetzt habe ich deine Notiz, ich habe dein Geld, ich sag das, dass du das warst und ich schließe hier hinten die Tür ab. Tschüss. Nee, ich bin ja kein Arschloch, hallo. Ich lasse ihn noch rausrennen. Atom hat für uns alle einen Weg bestimmt.
Du musst nur nach den Zeichen suchen. Renn raus, schnell, renn raus. Und? So. Mr. Beichtvater, sie hat mich niedergeschlagen. Eine ganz gemeine Frau ist das. Mensch, hey. Gepriesen sei Atom, mein Kind. Hm. Brauchst du etwas? Ja, nicht wirklich brauche, ne? Aber so. Würdest du mir ein paar Fragen beantworten? Aber gerne. Im Moment war sonst nichts. Atom sei mit. Warum ist diese Sache nicht ausgegraut? Ich dachte, ich habe jetzt neue... Nein, hoher Beichtvater. Hallo, mein Kind. Ja, ich benötige was. Benötigst du etwas? Jo. Ich muss mit dir über Schwester Aubert sprechen. Ja, sag mir, was hast du herausgefunden? Okay, da hätte ich jetzt schon irgendwie Lust drauf. Ich habe sie überprüft. Aber es scheint, als wäre Schwester Aubert loyal. Du musst dir keine Sorgen machen. Komm schon. Du denkst doch nicht, dass ich so etwas glaube. Was hast du wirklich rausgefunden? Was wird mit dir geschehen? Das hängt wohl alles davon ab, was du herausgefunden hast, mein Kind. Aber nur ein Trottel behandelt eine gefährliche Wunde nicht. Also, sagst du mir jetzt, was du herausgefunden hast? Mhm. Ich habe diese Notiz gefunden. Hier. Lass mal sehen. Ich wusste es. Es war richtig, dass du sie mir gebracht hast. Ich schicke gleich Männer los, um die gute Schwester zu holen. Hier für deine Treue. Dein Einsatz für Atom wird nicht so schnell vergessen werden. Hiyo, tsching, tsching, sieht das echt behindert aus. Hey, bebling, bebling. Die Intelligenz des Trägers steigt bei... Sieht ultra kacke aus. Es leuchtet halt voll schön. Scans. So, mal eben 445 Dinge eingefahren. Locker. Wir haben mit den letzten beiden Level-Ups noch gar nichts gemacht. Jetzt wirbel ich mir gerade mal ein bisschen den Bart. Und, ja. Guck dann gleich mal in die Skillungen rein. So, Schwester Aubrey ist auch jetzt weg, ne? Sehr gut, sehr gut. Wir haben noch zwei Missionen außerhalb. Diese Frau finden und diese Pumpanlage finden, diese Pümpelanlage. Wie gesagt, Dimas Geschichte machen wir dann am Schluss, damit die uns da überhaupt noch reinlassen und nicht irgendwie hassen oder so. Und wenn wir dann Dimas Erinnerung haben, gehen wir heim, zeigen ihm das und dann kommen wir wieder zurück und schlachten alle Fanatiker ab. So machen wir das. Aber die Ladezeit schon wieder. Diese Ladezeit. Da draußen. Im Nebel lauern viele Gefahren. Dich schlachte ich nicht ab. Du bist süß. Okay, im Nebel lauern also viele Gefahren, habe ich gehört. Was haben wir denn hier? Da ist ein Schrein. Ei, schnell du hier. Da war wahrscheinlich gerade die verrückt Pix. Habe ich die letzte Folge einfach fast 40 Minuten lang gemacht. Ich bin doch verrückt. Er tanzt auf seinem Pferd. Wer hat das gemacht? Bestimmt die Aubrey. Überreste aus einer Art Schild oder Banner. Sieht aus, als würden einige Teile fehlen. Da drüben ist auch noch was. Lass uns da mal hinlaufen. Aber schneller. Greift ihr mich gerade an? Nee. Ich habe den Aderlasser. So. Ada Lizzie. Bastard! Ha! Batsch! Bam! Und nochmal in einem Pfeffern, du Batsch! Ich reiß dir den Arsch auf! Warte mal, das andere hatte Geld dabei gehabt, ne? Ah, diese reichen Hirsche. Ach du Kacke! Junk Jink Schlingers! Bam! Oh fuck, das ist ein großer Schlinger, Oh Schissel. Critical. Oh. Okay, kleiner Schlinger, hallo? Okay, Leute. Umdenken ist angesagt. Bumm. Bumm. Und. Bumm. Big Dick Rick. Verpiss dich! Tja, mein kleiner Schlinger. Wie hat dir das gefallen? Kümmer, ich lade nach. Und jetzt gebe ich dir noch einen mit. Haha, wow, macht das viel Damage. Ist der weg? Nee, der ist nicht weg.
Jetzt ist er weg. Wer hat da dieses blöde Visier drauf gemacht? Das ist doch so bescheuert. Ach, das ist noch ein junger Schlinger. Noch einmal. Gut. Was geht da drüben mit so? Ballert denn darum? Gucken mal kurz. Fallensteller. Da hält ein Wartschild einer rum. Komm her. Wow. Boom. So, schnell die Harpune wieder. Einmal mit der Harpune rein. Und dann einmal mit der Ding rein. Dann sind die down. Mit dem Schlinger. Sind sie alle weg? Scheinbar sind die weg. Gut. Ich lasse die da unten jetzt erstmal rumschießen und gehe zu unserem Quest-Ziel. So. Nichts dabei, alles klar. Die Harpune noch nachladen. Und dann aber den Aderlasser wieder in die Hand nehmen. Harpune ist nachgeladen. Was ist denn jetzt los? Müssen da jetzt Maulwurfsratten sein? Wow! Mutired. She's mutired. Verblute doch einfach, verblute doch einfach. Und du auch noch. Ja, die Fliege ist stark, ne? Beziehungsweise unser Aderlasser ist doch nicht so krass, wie wir gedacht haben. Ja, ich weiß, wie man ein Mädchen verwöhnt. Man muss vor ihr Ratten totschlagen. Kleine Maulwurfsratten. Dann freut sie sich. Da ist der nächste verhandschandelte Schrein. Wake Tuck Station. Walker Tuck Station? Walker Tuck. Sie muss auf einem Lagerplatz sein. Huh. Wenigstens ist die Richtung klar. She must be on a Lager, please. Hm. Ist es direkt aktualisiert? Ja, okay. Da ist der Campingplatz, dass wir den noch nicht entdeckt haben? Oder ist denn. Ist der kein Kartenobjekt? Ah, ich hasse es, an der Kante zu stehen. Man kann nicht springen. Ich hänge meine ganze Zeit auf Leertaste. Jetzt geht's wieder. Super. Super scheiße ist das. Ja, Kate, dann geh halt mal raus. Die steht drinnen und regt sich auf. Okay, wir versuchen an denen jetzt auch mal den Aderlasser. Nehmen aber jetzt erst noch geschwind ein Red Away und ein Stinkpack. Und gehen ran. Bam! Ja, der raubt so rein. Und wir können mir nicht hinsparen. Au. Nicht so fest, gell? Kämpf, du! So. Mit seinem komischen Schnellfeuergewehr. Oh. Ich mach kurz weg. Kate, da drin ist jemand. Hey. Auf ihn. Ja, Kate, du kannst vielleicht mal angreifen. Ja, sie kann den ganzen Tag warten. Ja. Das ist eine scheiß freche Göre. Das ist nämlich halt nochmal so ein leuchtendes Ding. So. Die Reihe mal ist ja schon mal nicht übel, vor allem, weil der letzte ein Critical wird. Au! Was ein Mixer. Was ein Pisser. So, bye bye. Hier, Critical für dich. Gnadenloser Dummkopf. War wirklich ein gnadenloser Kerl. Habt ihr hier ein Bett vielleicht? Ja, oder? Hopp, drei Kerle und kein Bett. Mhm. Naja. Ach so, ja. Wir haben ja zwei Level up gehabt. Ha, du hast keine Zeit zu verlieren. Deine Aktionspunkte regenerieren sich um 25%.
Apotheker, Wissenschaft könnten wir noch einen Rang höher machen. Das war auf jeden Fall, oder ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Das machen wir jetzt auch mal. So. Das ist halt die nächste Frage. Als ausgebildeter Schattenkrieger verursachst du mit deinen fernen Schleichangriffen den dreifachen normalen Schaden, mit deinen Nahkampf-Schleichangriffen den vierfachen normalen Schaden. Da wollten wir jetzt ja mal reinskillen. So. Wir müssen halt nur öfter mal den Ding benutzen, also unsere... Ach, die haben wir jetzt ja gar nicht auf 1. Leuchtet die Waffe irgendwie? Nee. Unsere Sniper. Jetzt, wo wir dann so viel geheimen Schaden machen. Ja, der Campingplatz ist echt nicht verzeichnet. Schauen wir mal, was wir hier finden. Direkt mal das Licht an. Hier ist zu. Ja, hier ist irgendwas aufgebaut. Oh. Hier ist einiges. Ein verbranntes Buch, verbranntes Buch. Jet und Psycho. Mal sehen, was wir da haben. Okay, der schreibt mich doch nicht sowieso gerade eine Frau und dann fängt die an zu labern. Mal sehen, was wir da haben. Warte, hörst du das? Oh Gott! Oh, ich habe mich ultra erschreckt. Obwohl das nur so kleine Pimmel sind, habe ich mich ultra erschreckt. Weil ich so warte. Hörst du das? Und ich sehe nichts und ich höre nur... Voll grauselig. Ja, Pech für euch. Ja, genau, Kate. Geh schön in die Akku rein. Nice. Au, Kate, der braucht wieder ein bisschen mehr... Aggressively. Tollwütig auch noch. Super. Tollwütig. Oh, shit. Keine Ahnung, warum ich gerade eine Granate auf den tollwütigen Worf... Der Worf! Ich habe eine Granate auf den geworfen. Das war nicht geplant. Hä? Das war's jetzt? Jetzt habe ich aber immer ein Questziel da drin. Ach, da unten. Ah. So. Die Nachrichten hängen. Ich weiß, dass mich das Leben kosten könnte, aber die Kinder müssen es wissen. Ich blätterte durch ein Vorkriegsbuch. Da sah ich es. Das Atom. Ein winziger Punkt aus Materie, umgeben von endloser Tiefe. Die große Leere, die in uns allen wohnt. Das hat meine Gefühle bestätigt. Die Wahrheit, die niemand erfahren sollte. Die Lüge namens Atom. Das ist nicht real. Wir sind keine unendlichen Welten. Nur leerer Raum. Tod. Kalt. Dass wir das nicht sind. Der Beichtvater wird über meine Nachrichten nicht erfreut sein. Aber ich habe keine Angst. Ich werde mein Zeug in die alte Kirche an der westlichen Zufahrtsstraße bringen, falls... Sie sich mir anschließen wollen. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist, sie vor Atoms Lügen zu retten. Okay. Zufällig fast in die richtige Richtung gelaufen. Dann gehen wir noch kurz zu ihr und danach würde ich gerne alles noch ablegen, bevor wir in diese Wim-Fabrik gehen. Mal schauen, was sie zu sagen hat, wenn man so live vor ihr steht. Also natürlich wollen wir sie nicht... Die Atoms haben sich täuschen lassen und ich muss ihnen die Wahrheit. Atom. Nur das Nichts. Das Nichts ist endlos, unsterblich, ohne Furcht oder Reue. Wer könnte das... Hallo. Halt! Das ist ein heiliger Ort. Halt! Was willst du hier? Suchst du die Wahrheit des Nichts? Es geht hier rum. Die Wahrheit des Nichts? Was bedeutet das? Wenn du es wirklich hören willst, dann werde ich es dir sagen. Die Kinder des Atoms wurden von Marten getäuscht, von Tektis. Das alles ist eine verlogene Heilsbotschaft. Sie wollen nicht, dass jemand erfährt, dass Atom nur ein winziger Fleck im Nichts ist. Das Nichts ist die wahre Natur der Existenz. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ein riesiges, leeres Nichts, wie ein Nachthimmel ohne Sterne. Ich weiß, dass es schwer zu akzeptieren ist, aber du musst es genauso tun wie die anderen. Sie haben es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Ja, gut. Was, wenn du das Gesehene missverstanden und überreagiert hast? Glaubst du wirklich, dass sich alle außer dir über Atom irren? Ich
kann da jetzt nicht drüber nachdenken. Ich bin so weit vom Weg abgekommen. Ich wage es nicht, zurückzuschauen. Wenn du hier bleibst, bist du so gut wie tot. Du musst runter von der Insel und darfst nie zurückkommen. Das klingt vernünftig. Wenn ich den Kindern des Atoms nicht die Augen öffnen kann, sollte ich meine Wahrheit woanders verbreiten. Ja, der Wille des Nichts offenbart sich mir. Ich muss die Botschaft verbreiten, ganz gleich, wie weit ich dafür reisen muss. Du solltest Richter und den anderen sagen, dass ich tot bin. Ich will nicht riskieren, dass sie mir folgen. Danke, dass du mir die Augen für das geöffnet hast, was ich nicht erkennen konnte. Bye bye. Alles klar. Somit wäre das auch geklärt mit der Bichibuch Trolley Trutsch. Wir porten uns geschwind mal in unsere Hauptbasis, Longfellow's Hut. Denn da lagern wir ja alles. Jetzt haben wir das Gauss-Gewehr am Start, das ist schon echt richtig sick. Ich glaube, das haben wir schon was aufgebaut, um das zu verbessern, also um Waffen verbessern zu können. Ich glaube, die haben das irgendwo aufgebaut. Ah, und ich glaube, in unserer anderen Basis steht das mittlerweile auch. Bei, da wo wir den Onkel von dem einen Knilch gerettet haben, da steht das auch rum. Wir gucken mal kurz hier. Geht's los? Longfellow, es geht gar nichts los. Nicht mit dir, du Spaced. Ja, yeah. Weapon Wickbink. This is a Weapon Wickbink. Das ist ein Just G-Wire. So, okay. Oh, 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 oh. Boah, Leute, 230! Was brauchen wir hierfür? Waffenfreak Rank 4. Standardvisier läuft, reicht vollkommen. Verbessert Rückschuss immer pro Schuss. Brauchen wir nicht. So, EZ. EZ2, Boom! So. Adalasser, das ist natürlich das Strohhalm. Ganz klar. Der Strohhalm. Ja, verlassen. Wir können direkt noch den Zahnstocher ablegen. Den brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Und des Weiteren könnten wir eigentlich auch noch... obwohl, nee. Nee, das ist eigentlich so ganz gut. Klamottenmäßig sind wir jetzt... Haben wir ja neue Dinge. Und zwar haben wir einmal... Diese Kapuze des Inquisitors. Was für eine Scheiße. Warum tragen wir ein Hemd? Hä? Was ist denn das für ein Überhemd? Achso, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, das haben wir so genannt, da kann man nicht leben. Ach du Scheiße. Nicht lachen, Leute, nicht lachen. Das zählt jetzt gerade nicht. Also wir haben hier... Nichts. Bei Bein rechts haben wir nichts. Alles klar. Und beim anderen Bein links, reduziert ihn durch Roboterfußanschaden um 15, 119, 15, 9, 16, 16, 200, plus 12. Leute, was ist das überhaupt für eine Frage? Hallo? Und Raiduk? Weg mit dem Dreck. So, das hier... verwerten. Denke, das können wir nicht verwerten. Das ist ja krass. So. Das hier können wir gerade noch nicht Rüstungsmeisterstufe 4. Oh Leute, das ist jetzt aber schlecht, ne? Weil jetzt haben wir wahrscheinlich sehr, sehr wenig Platz, ja. Okay. Können wir die beide nicht verbessern? Ah, das geht, sehr gut. Zusätzliche Taschen. Und gekocht. Und dann nennen wir das auch direkt... rechtes Bein. Also... Bein rechts... Ich weiß nicht mehr, wie wir das... Wie wir das ansatz... Achso, ich kann es doch hier sehen. Bei Arm rechts. Okay, sehr gut. Und das hier ist dann Bein links. Aber das lasse ich noch so stehen. Mich kriegst du nicht. Weil wir das noch nicht verwurstet haben.
Rüstungsmeister brauchen wir Stufe 4, okay. Achso, können wir eigentlich an den Adalasser was dran machen? Nein, geh doch weg! Er stellt sich rein. Okay. Achso, wie habe ich das genannt? Ah, Strohhalm, ja. Wusste nicht mehr, wie ich es genannt habe. Oha, Leute, what the fuck? Schmied, Stufe 2. Schmied, Stufe 2, Rüstungsmeister, Stufe 4. Wir müssen da sowas von hinkommen. Die Leute müssen abwechselnd schlafen. Die Leute müssen. Alles ist aber so schlimm, gell, war ich ja. Ach, abwechselnd schlafen, das ist grauselig. Bah! Regt sich auf, ey. Weißt du, ich bin draußen. Schlinger wollen an meine Genitals. Den ganzen Tag lang. Und er regt sich über sowas auf. Abwechselnd schlafen. Ich glaube, es geht los. Gestern konnte ich gar nicht schlafen, weil jemand ganz laut geschnarcht hat. Das ist schrecklich hier. So, hier ist noch irgendwas. Rüstung für euch. Schutz. Komm her, du. Ach, es ist Kate. Warum ist es Kate? Ach so, die haben nur ein Bett. Das geht natürlich nicht. Ja, scheiße. Wir haben es abwechselnd, ey, ey. Du. Longfellow. Kann hier irgend... Ah. Machst du auch Essen? Ach, leck mich doch. Warum macht ihr alle Essen? Ich hätte einen Geschützturm hin. Einfach, ich mache einfach hier hin. So, jetzt kriegt noch Betten. Der Longfellow muss ein bisschen Platz machen da drin. So, warte mal. Longfellow, du hast aber auch einen Schweinestall hier wieder, ne? Nein, auch nicht. Guck mal, altes Geschirr, wahrscheinlich seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt. Kann er da drin rumliegen. Das alte Ökel. Das richtiges Ekelpaket. Hier hat er sich mal erhängt. Ach gut, ach gut. Longfellow, klar. Die Bude hat schon ein bisschen Stil. Ja, will ich gar nicht sagen, aber... Aber irgendwann, Longfellow, irgendwann musst auch du lernen, dass man aufräumen muss. Eine Couch. Du bist doch kein Junggeselle mehr. So, die Truhe kommt auch weg, mein Freund. Und jetzt werden hier mal Betten hingepflanzt. Ja, in unsere Kommune hier. Da ist es. Guck mal, Longfellow. Eins. Weiß ich nicht, ob das andere dann noch beschlafbar ist. Zwei. Drei. Und vier. Somit haben wir fünf Betten. Also ich weiß auch nicht, wie gnädig ich sein kann. Wisst ihr was? Ne, ich mache ja nicht noch eins hin. So. Seid ihr jetzt? Ja, jetzt sind sie zufrieden. Ihr müsst abwechselnd schlafen, nee. Fucking schlimm. Habt ihr eigentlich Geld hier? No. Ach, Kate, du versteckst dich da hinten dran und spackst ab. Also auf und zur Wimfabrik. Wimmel die Pimfabrik. Wimpap. Du machst den Finger, pap, pap, de didel, di, di. Ich bin das Handy im Gab. Ich hab's extra auf lautlos gemacht. Damit da nichts abgeht, wenn wir am Aufnehmen sind. Vor allem diese ungeschnittene Aufnahme. Da ist es dann schon echt ärgerlich, wenn das Handy dann eskaliert. Wie weit sind wir denn bei Schmied und bei Dingen? Wo ist Schmied überhaupt? Was ist das? Rüstungsmeister, wir sind erst auf 2. Oh, scheiße. Schmied haben wir noch gar nicht. So, oh, fuck. Aber das ist auch wichtig, trotzdem. Wow. Wow. Warum greift er uns nicht an? Alles klar.